Wenn du dem Tod nah bist, ist jede Minute kostbar, als würde die nächste Sekunde die Begnadigung bringen. Worte eines Überlebenden. Kaum einer konnte je einer solchen Massenerschießung entkommen. SS-Einheiten und auch reguläre Soldaten der Wehrmacht verübten diese Verbrechen. Erst in den 90ern begannen Historiker, die Rolle der deutschen Wehrmacht öffentlich zu machen. Bewiesen, dass es für den einzelnen Soldaten möglich war, den Befehl zu verweigern, sich dem Morden zu entziehen. Es hagelte Proteste, nicht nur von rechts. Ein Dreivierteljahrhundert nach Kriegsende widmet sich jetzt die erste eigene Ausstellung den Massenerschießungen der Nazis im Osten. Mehr als 2 Millionen Juden, Roma, Sinti, Männer, Frauen und Kinder fielen dieser Vernichtungskampagne zum Opfer. Bilder gibt es kaum. Das Beispiel jenes viel zu oft vergessenen Holocaust der Massenerschießungen zeigt, dass wir Deutsche die Geschichten und die Narben jener vielschichtigen Gegenden des Ostens eben sehr viel schlechter kennen, als wir das gerne von uns glauben. Und ja, dass wir auch in der Aufarbeitung unserer eigenen Rolle nicht so weit sind, wie wir das gerne von uns glauben. Babinja bei Kiew. Hier fand eine der größten Massenerschießungen des Zweiten Weltkriegs statt. Insgesamt waren es über 1000. Dieser Aspekt des Holocaust ist in der deutschen Öffentlichkeit noch wenig bekannt. Das lag hinter dem Eisernen Vorhang, 40, 50 Jahre. Es ist weit weg, es ist auf eine Weise sehr versteckt. Es ist Wald, Gras darüber gewachsen. Es ist widersprüchlich, aber die Zahl ist groß, dieser Orte. Aber die Erinnerung ist umso kleiner. Doch wer sich nicht erinnert, sagt Claire Bohren, versteht auch nicht die Gegenwart. Es ist sehr verstörend zu sehen, dass es diesen Hass noch gibt. Nachdem er einige Zeit verschwunden schien, gibt es ihn hier jetzt wieder. In ganz Europa sehen wir ja jetzt, was passiert. All diese rechtsgerichteten Parteien, die Hass versprühen. Ach, der erste Verrat kann aus Schwäche geschehen. Und der zweite Verrat will schon Orden sehen. Doch beim dritten Verrat musst du...